Damn. Yeah. Hallöchen, ja, heute mal wieder endlich ein Tischvideo. Mich hat nämlich heute früh ein Päckchen erreicht von spielzeug-appen.de mit so ein paar Sachen, die ich geordert hatte. Sowas. Und noch so ein paar andere Dinge. Und wir gucken uns erstmal so ein paar Dinge an, die vielleicht interessant sind, einige vielleicht nicht. Werd ein bisschen dazu quatschen, würde ich sagen. Also hier haben wir schon mal Alukappen für Traxxas-Dämpfer. Das sind jetzt die normal eloxierten, glaube ich, Shockcaps. Hier habt ihr die Artikelnummer, falls ihr die irgendwie braucht oder so. Die ganzen zweimal, weil ich hatte schon mal welche. Ich hatte euch ja in irgendeinem Video gesagt, dass ich gegen einen Baum gefahren bin, ne? Und da sind einige Sachen kaputt gegangen. Ich zeige euch mal, wie viel. Das ist echt krass. Das musste ich hier alles einbauen. All diese Kärtchen. Das ist eine Antriebswelle, die ist kaputt gegangen. Das sind nochmal die Caps. Und dann baue ich gleich vorne komplett auf RPM um. Deswegen auch hier nochmal RPM-Querlenker für die andere Seite. Einsatz hatte ich schon da und hier ist jetzt der zweite. Ganz einfach. Wie gesagt, die Kappen. Das ist auch für ein Emacs. Das können wir aber mal aufmachen. Wenn ich mein Messer finde. Oh, hing auf der anderen Seite. Ja, das ist ein ganz normaler Kühler für Castle-Motoren, für 1515-Motoren. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber ja, kann man haben. Kostet halt auch nicht die Welt, ne? Deswegen für den Sommer ist schon ganz gut. Ja, Verarbeitung ist gut, aber ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen erschrocken, dass das Ding komplett aus Kunststoff ist. Ich hätte gedacht, das Ding aus Alu ist, aber der ist tatsächlich aus Kunststoff. Kabelbinder sind dabei, so wird er dann befestigt, dass er richtig hält und ja, top, ne? Ihr seht schon, hier fehlt immer noch was, ne? Alex, wenn du das Video siehst, vergiss mal meinen Sticker nicht. Hier fehlt noch was. Das sieht ein bisschen leer aus. Ich packe mal wieder mein Messer weg. Nicht, dass es wieder das Geschrei raus ist. Ich war herrliche Gewalt. Naja. Dann ist noch dabei gewesen ein Servo von Hobby King. Das ist für den 5SC. Da ist nämlich das Servo abgeraubt, beziehungsweise das Getriebe oder der Putty drin, irgendwas ist da defekt auf jeden Fall, wird dann getauscht und dann kommt auch endlich das versprochene Bash-Video zu dem Super 5SC Flux von HPI. Dann habe ich noch Reifen geordert. Und das war auch noch drin, dazu kommen wir gleich. Ja, Reifen. Die hatte Julian, glaube ich, schon vorgestellt gehabt von UMB, unser Modellbau-Blog. Link ist unten in der Videobeschreibung. Das sind Lois Bulldoze 1-8er Bucky-Reifen auf Distfelgen. Sind vom Preis her echt attraktiv. Ich weiß es gar nicht, was die gekostet haben. Hier steht 14,79 drauf. Ich weiß nicht, was die kosten. Wenn ihr aber Interesse habt an den Reifen oder an irgendwas anderes, was ich euch hier gerade zeige, unten in der Videobeschreibung ist der Link zum Shop und ein Gutscheincode AMI5. Dann bekommt ihr 5% Rabatt bei Spielzeugappen. Ist jetzt nicht die Welt, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und ich finde es auf jeden Fall cool. Danke, Alex, dafür. Somit bekommt ihr noch ein
bisschen Rabatt, ne? Ist auch nicht selbstverständlich, bin ich der Meinung. Wenn ihr jetzt zum Beispiel an die Reifen oder an irgendwas Interesse habt, dann schreibt mir einfach unter das Video. Dann packe ich euch einen Link zu den Produkten rein und dann könnt ihr die Sachen bestellen und gut ist. So, Reifen. Die Verpackung finde ich sind ganz cool. Die haben oben so einen Zip-Verschluss. Da kann man, wenn man jetzt Bashen fährt oder so, einen Satz Reifen reintun, Ersatzreifen oder so. Dann versaut man sich nicht alles. Finde ich ganz cool. Die kleben wie Sau noch. Die lasse ich jetzt mal zu. Die packe ich mal schnell zur Seite. Ihr bekommt einen Sticker dazu, natürlich, wie immer. Ein kleinen Schriebs mit Werbung, was denn Neues noch so alles Tolles vertickt. Lieferzeiten bei Lois, sage ich euch gleich, ist für den Arsch zurzeit. Ich habe keine Ahnung warum. Ich kann euch da leider keine Auskunft geben, aber auf jeden Fall sind die Lieferzeiten, was Lois betrifft, zurzeit ein bisschen kacke. Aber gut, da können die Händler halt nichts für, ne? Das liegt dann halt an Lois. Krass, Lois macht sogar Werkzeug, das wusste ich gar nicht. Kenne ich so gar nicht. Die sehen irgendwie aus wie diese lilanen Aeromax-Schraubendreher. Silikon-Diff-Öl haben sie hier noch. Dann haben sie noch V-Nuts und Heckflügel. Spielt aber auch keine Rolle. Das sind die Räder. Relativ weich. Sowohl Felge als auch Gummi. Hier klebt noch ein bisschen Papier dran. Machen aber einen guten Eindruck. Scheinen gut verklebt zu sein. Mal sehen, wie lange die halten, würde ich sagen. Also von dem Profil bin ich echt positiv überrascht. Ich habe ja schon, oh, keine Ahnung, wie viele Sätze schon gehabt von dieser Profilart von sämtlichen Herstellern. Und ja, mal sehen, wie sich Lois schlägt. Wenn die nicht lange halten, kommen als nächstes nochmal die Pro-Line, Badlands und ja, was soll's, ne? Aber die kleben echt heftig. Ja, die müssen noch ein bisschen ausdünsten. Die riechen auch noch extrem nach Chemie. Ja, halt für meinen Kyosho einen Satz. Ist wie gesagt vom Preis her echt attraktiv. Dann hat der liebe Alex mir noch was reingepackt und zwar hier mal von Graupner so einen kleinen Werbewisch, weil Graupner zurzeit auch, oder was heißt zurzeit, jetzt auch verfügbar ist bei Spielzeug Apen, zum echt guten Kurs, muss ich sagen. Und ja, hat er sich wahrscheinlich gedacht, packe ich ihm das mal mit rein. Da ich ja sowieso so ein Freak bin, der gerne so eine Scheiße liest, ist echt so. Ich lese gerne so ein Zeug. Genauso wie hier hat er mir ein schönes, etwas dickeres Büchlein reingehauen. Von Horizon Hobby. Alle neuen Neuheiten 2016. Ja, die neuen Designs hier, Losey 8 4.0 und dann sind noch andere Hersteller, die von Horizon Hobby vertrieben werden, wie ECX und Dynamite, Blade, E-Flight, Waterra, Losey, alles Mögliche. Ja, ist immer cool, so einen Überblick zu haben, finde ich. Ich finde das ganz cool. Hier sieht man ein paar Losis. Hier Dynamite, das Ladegerät habe ich übrigens. Ein paar Boote von ProBoat, Evolution Motoren, E-Flight, Lipos, Regler und so ein Gedöns, Spektrum natürlich auch. Ja, so Sachen halt, ne? Coole Nummer, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Kann man nicht genug davon haben. Ja, nochmal hier im Überblick. Ich schaue euch das mal hier so hin. So, 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 so und so. So. So, jetzt sieht es alles schön unordentlich aus. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.